Hey Leute, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir stehen hier in unserer Zombie-Falle, war ein bisschen dunkel hier. Also langsam die Nacht hereinbricht und es ist Blood Moon angesagt. Und ich freue mich, dass wir diesmal den Blood Moon mal mit richtigen Fallen machen können. Aber wir haben mit dem Elektrik-Fans hier, haben wir einen Elektroschocker-Zaun, da haben wir vier Dart-Traps rund um die Zombie-Falle platziert, die schießen können. Innen drin haben wir zwei Türme, die schießen können und dann diese wundervollen Metallpiken. So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz noch. Ach nee, können wir ja eh noch locker hier lang laufen. Nochmal so ein Electrical Fence Post bauen, weil sie einen gerade kaputtgeschlagen haben. Das ist natürlich scheiße, dass sie dann auf die Dinger auch gehen. Diese verkackte Ausdauer, ey, es ist echt ätzend. Aber ich habe jetzt auch nichts mehr zu futtern. Zum einen können wir uns die mal gönnen. Macht die das ganz voll? Ah, sieht fast so aus. Dopen wir uns mal. Tja, da ist auch nichts mehr fertig. 73 schon wieder nur noch. Bläh. Noch ein bisschen mehr 762. Achso, genau, wir wollten ja uns da noch einen von bauen. Tja, nach der Blood Moon Night werden wir auch direkt tierischen Kohldampf haben. So, erstmal überlegen, ey. Vielleicht kriegen wir das. Mal eben ein Zombie gehört? Irgendwie besser hin. Einer nehmen. Vielleicht machen die den ja hier nicht kaputt. Na warte mal, das ist gar nicht am Zaun. Hier ist der Zaun.
Baum ist hier. So, da gehe ich dann noch durch. Na, hier war, glaube ich, fast überall was. So, dann ab rein. Ja, so wie der Bau im Moment ist, könnte man sogar noch ein paar Lampen anbringen. Das würde vom Strom her immer noch reichen. Und zwei relativ schwache Batterien, weil nicht so guten Wert hätten wir ja auch noch. So, da geht die Sonne unter. Wir schmeißen das Ding hier an. Und gehen immer mal unten rein und gucken mal, wann die ersten zu uns kommen. Ah, wenn ich hier gehe, schießt der, wenn ich da hingehe, ist der andere. Ganz gerne mal, wo wir lang gehören. Ob wir nicht irgendeine Mauer wollen oder die Wege gehen. Von mir kriege ich auch die ganze Zeit schön ins Spiel. Oh hier, da kommen wir hier. Wenn sie die beiden Bullen schon mal nicht explodieren. Das ist gleich da. Kann ich ja zwei auch eigentlich aufstellen. Ja, ich glaube, so wie die Zombie-Falle ist, wird uns sehr viel Freude erstmal machen. Thank you.
eigentlich mal von draußen halt. Obwohl, warte mal, eigentlich. Nee, hier werden sie auf jeden Fall immer in die Mitte gezogen. Und würden die Gänge auf jeden Fall gehen. Wenn ich mich oben irgendwo aufhalte, dann hauen sie vielleicht irgendwo eine Ecke kaputt. Ich hab mir das einfach mal drin. Der Geier. Ich hab grad deinen Schatten gesehen. Boah, die gehen so schnell down, da sind zwischendurch sogar Pausen. Ich glaube, die beiden Türme hier innen drin haben wir nicht einmal schießen müssen. Was machen die? Goodbye.
aktiviert. Wichtig, wenn man es kann, aha, wir sind hier hinter der Wand. Also haben wir es gleich geschafft.
geil. Den kann ich leider nicht erschießen. Der fliegt hier durch die Wand durch. Tatsächlich durch, tatsächlich durchgebrochen. Ganz krass, ey. Oh, hier ist auch das ganze Dach kaputt. Die anderen werden wahrscheinlich alle schon weg sein. Oh, kotzender Bulle. Oh, kotzender Bulle. So, die Nacht haben wir hinter uns. Oh, nee, der kotzende Bulle. So, ich glaube, das war's. Ich kann nichts mehr hören. Dann gucken wir mal, wie es so aussieht. Oh, hier, ganze Gang weg. Geh mal ein paar Woodframes her. Nein, da komme ich nicht durch. Wenn wir da oben rumgehen. Denn da ist Loot. Oh, für so eine Nachthorde recht billiges Loot. So, und das müssen wir hier dann anders machen. Ne, nach dem Motto, du hältst die Schnauze.
Noch mehr ungebetene Gäste hier? Mann, ey, gib doch mal was Ordentliches, ey. So, glotzen, ob wir hier noch mehr Loot finden. Na, hier ist auch gut weg. Tja, da vielleicht noch mal. Und ich kann die Türme ja auch bauen. So, aber ach nee, wir wollen ja erstmal gucken, was noch so kaputt ist. Ich sag mal so, es geht. Es geht eigentlich, ne? Oh, 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 oi. Alte Scheiße. Ganz ehrlich, jetzt aber nur noch ab nach Hause erstmal schnell heilen. 26 HP, eine Schelle, weg bin ich. Können wir uns schon mal gönnen. Ich gleich noch rüber den Strom abstellen. Ich bin aber schön selbst eingewischt. Ja, dann losgehen, looten, Essen besorgen. Nee, hier. Darf ich noch nicht wieder? Scheiße. Quatsch. Ja, wird mal langsam wieder Zeit für eine Kiste. Bauen wir da ja, machen wir hier. So. Die nehmen wir zum Loot natürlich mit. Das brauchen wir auch nicht. Komm, Steine auch nicht. Ja, ich denke mal, das ist das, was wir zum Looten brauchen. So, und das ist das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Blood Moon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.